So, einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute mal ein bisschen eine andere Aufnahme. Und zwar war die letzte Folge von meinem Magic 7 ja eigentlich schon die letzte hochgeladene. Wollte aber noch mal ein bisschen darüber schnacken, wie das Ganze war. War ja schließlich mein allererstes Let's Play, kann man sagen. Was ich denn damit abgeschlossen habe. Es war auch mehr oder weniger zum Testen, zum Finden der richtigen Einstellung. Wie man jetzt, glaube ich, schon merkt, ist das ein ganz anderes Mikrofon mittlerweile auch. Ja, und ich wollte ein bisschen darüber reden, was jetzt in Zukunft noch kommen wird. Wie es weitergeht mit My Magic, welche anderen Spiele auch noch auf dem Plan stehen. Haben so ein bisschen Notizen dabei gemacht. Richtig cool wäre natürlich ein bisschen Feedback auf die ein oder andere Weise gewesen. Was aber verständlich ist, dass es noch nicht kommt. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt irgendjemand ein Let's Play so wirklich dabei ist, zumindest bei YouTube nicht. Bei Twitch waren doch einige dabei, die immer mal dazugeschalten haben und ein bisschen unterstützt haben. Und ja, das fand ich auch mit am besten, am Ganzen einfach Story Games gemeinsam mit anderen, die das schon, also die halt viel mehr Erfahrung hatten als ich, das durchzuspielen, mit anderen Ideen, Einsichten, Entscheidungen ja zum Teil auch. Und es war eine echt coole Erfahrung, muss ich sagen. Gerade bei so einem älteren Spiel, was eine Begeisterung dahinter steckte bei einigen, fand ich top. Hätte ich vorher nicht mit gerechnet. Ich dachte, ja, spielst das mal. Einfach weil ich drauf Bock hatte so. Ja, gar nicht damit gerechnet, dass da wirklich, also bei Mad Magic noch so viele eine Fanbase dahinter ist. War mir gar nicht so bewusst vor. Ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und dann kommen wir auch gleich zum wichtigsten Thema, denke ich mal. Und zwar, Mighty Magic werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich habe ja noch den 8. Teil, habe ich ja schon durchgespielt. Auch die Aufnahmen habe ich alle noch. Die könnte ich auch noch hochladen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das machen werde. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wäre cool, wenn da Interesse besteht, wenn da irgendwie kurz Kommentar dagelassen wird, dass das schon interessant wäre. Sonst denke ich, werde ich vielleicht irgendwann nach und nach mal hochladen. Im Falle, wenn jetzt gar nichts kommt in der Hinsicht. Und welches Game ich jetzt demnächst, das nächste Story-Game sein wird, ist der 6. Teil. Dafür habe ich das eigentlich gemacht, dass ich jetzt erstmal den 7. Teil gespielt hatte, weil zum Eingewöhnen und so, also der 7. Teil war schon gut, aber es ist halt einfach, finde ich, meiner Meinung nach nicht der beste aus der Reihe, es ist halt auch der 6. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen zum Testen den 7. Teil jetzt erstmal gedaddelt und live ja noch ein paar andere sogar, und die jetzt auch gar nicht so wirklich hochgeladen sind. Weiß noch nicht genau, wann ich damit anfangen werde mit dem 6. Also ich werde jetzt Kingdom Hearts, werde ich vorher noch durchspielen wollen. Ich finde es blöd, 2 Story Games gleichzeitig zu spielen. Vielleicht wird das auch so ein laufender Übergang sein, wie jetzt mit dem Hochladen vom 7. Teil, das dann kurz verendet, dann dass das nächste Projekt startet. Denke mal, so ähnlich werde ich es für die Hand haben. Dementsprechend kommen jetzt die nächsten Tage, Wochen wahrscheinlich erstmal nur noch Kingdom Hearts Folgen und ab und zu auch noch mal ein paar andere Spiele. Sid Meier's Pirates bin ich ja noch dabei gewesen hochzuladen, werde aber nur nach und nach kommen, weil ich da ein bisschen anders schneide und da nur die wichtigen Szenen rausnehmen. Also nicht rausnehmen, sondern dran das. Und dementsprechend wird da
vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Eben ab nächster Woche wird wieder mal eine Folge pro Woche oder zwei Folgen pro Woche kommen. Und dann ist es ja auch immer meistens nur ein kürzeres Video. Da geht ja die ganze gesamte Spielzeit ist da ja wesentlich kürzer jetzt bei dem siebten Teil von meinem Magic. Das war da ja 56 Stunden oder so. Oder ich glaube, nee, über 60, glaube ich, war dann sogar nachher insgesamt. Woraus ja auch jetzt mit der Folge 76 Folgen entstanden sind. Muss sagen, ich hätte sogar mit mehr gerechnet. Bin ich ehrlich, war dann auch auf einmal so wieder abrupt dann doch zu Ende. Ja, so viel zum Thema Might and Magic. Was anderes geile Storygames, die ich noch auf dem Viertel habe, sind unter anderem Gothic. Habe ich auf jeden Fall Bock zu, weil Hauptstorygame, aber selber noch nie gespielt. Da bin ich aber noch im Überlegen, ob ich die alten spielen möchte mit der älteren Karte oder ob auf die neuen warte. Bin ich mir noch unsicher. Wurde schon empfohlen, die alten zu spielen. Da weiß ich noch nicht, was ich da genau mache. Eigentlich, wenn es schon ein Remake gibt, warum soll man nicht das Remake spielen? So stehe ich zu dem Thema. Dann habe ich noch Far Cry auf dem Zettel, habe ich Bock, aber den dritten Teil nur. Dann habe ich ja noch Anno angefangen, 1602 und Rollercoaster. Da werden schon nicht immer mal einzeln ein paar Folgen kommen. Zumindest ist bei Anno auf jeden Fall die allerletzte Story-Kampagne, möchte ich hochladen. Rollercoaster auch mal vielleicht so ein Park-Kampagne. Hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Kingdom Hearts werde ich noch durchspielen, den dritten Teil. Erst und zweiten glaube ich nicht, dass ich den nochmal spielen werde. Den habe ich off Stream, sage ich mal, auch schon zweimal durchgespielt. Und dritten dann nochmal zu machen. Ich mache das eigentlich lieber, Spiele zu spielen, die ich halt noch nicht durchgespielt hatte. Und dann halt mit ganz neutraler Meinung und Wissen daran zu gehen. Wenn man sich wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen blöd an, wie sich bei Anno zum Teil jetzt schon rausgestellt hat. Aber es ist dann so. Dann noch ein ganz geiles Spiel wäre Icewind Dale. Weiß nicht, ob das dem einen oder anderen jetzt wahrscheinlich versagen. Auch ein recht altes Spiel. Da werde ich den zweiten Teil spielen, habe ich noch liegen. Ersten, je nachdem, wie der zweite so, wie der so Laune gemacht hat. Und Urspiel, sag ich mal dazu, Baldur's Gate ist noch auf dem Zettel. Baldur's Gate soll ja auch demnächst der dritte Teil kommen. Und daraufhin dachte ich, wenn man da dann vorher nochmal den zweiten oder so spielt, oder ersten oder zweiten mal schauen, hätte das doch vielleicht was. Habe ich auf jeden Fall Lust zu. Muss natürlich bei beiden, den älteren Spielen, gucken, wie das ist. Ob die überhaupt laufen, wenn ich die installiere. Aber ich denke schon. Eigentlich hatte ich da bisher noch keine Probleme mit. Und ja, dann habe ich noch so ein paar andere Spiele, die ich aber wahrscheinlich nur auf Twitch spielen werde. Und immer nur so ab und zu, wenn das Stream länger geht, vielleicht nochmal das ein zweites Spiel zu haben. Wäre denn zum einen, habe ich letztens sogar schon Sonic Team Racing. Hat mega Bock gemacht, online das zu spielen, war top, hätte ich gar nicht so gedacht. Und Rocket League. Muss ich sagen, weiß ich aber nicht, ob ich es durchziehen werde, weil gameplay-technisch habe ich da halt einfach keine Stärken. Und ich weiß nicht, wie doll ich mich bei dem Spiel aufregen werde. Also schauen wir dann. Was habe ich denn noch so auf dem Zettel? Das sind auf jeden Fall so die Projekte, die ich jetzt erstmal geplant habe. Ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Auswahl an Spielen. Ach ja, und? Aber das recht weit noch in der Zukunft wären nochmal die Dragon Age Teile. Sobald der vierte angekündigt ist, wann der kommt, werden wir es zeitnah davor komplett durchziehen. Vom ersten bis zum vierten dann dementsprechend. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik, da weiß ich,
Also, das wird noch gut dauern. Ja, ach ja, und auf welche Spiele ich noch Bock hätte, werden so. Wie soll man die nennen? So Art Detektivspiele, sag ich mal, wo man ein paar Sachen kombinieren muss und herausfinden muss und Hinweisen folgen. Ich weiß nicht, also Titel habe ich hier liegen, Geheimakte. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Und ja, das so ein bisschen mit den Zuschauern zu lösen, werde ich aber wahrscheinlich erst machen, wenn ich aktiv mehr Zuschauer habe. Was ich momentan halt einfach nicht habe. Nur immer mal sporadisch ein paar, die reinschauen. Und das fände ich sonst schade für so ein Spiel, wenn man das so einzeln für sich spielt. Ja, wäre cool, wenn man da so ein bisschen zusammen das versucht zu lösen. Ja, generell ist es natürlich noch schade, dass ein bisschen Feedback fehlt. Ein bisschen Kritik wäre schön. Weil bestimmt nicht, also bei weitem nicht alles perfekt eingestellt ist. Das weiß ich selber, dass manchmal die Sounds laut sind, zu leise sind. Da muss ich natürlich alles noch ein bisschen reinkommen. Habe ich jetzt meiner Meinung nach schon sich ein bisschen gebessert. Deswegen ja den 7. Teil erstmal so als Test-Let's Play aufgenommen. Ja. Ja, und das waren so an sich die groben Sachen, die ich noch so jetzt ansprechen wollte in der letzten Folge von dem Let's Play. Ach ja, und im Hintergrund sieht man übrigens noch, das hatte ich glaube ich irgendwann mal erwähnt, dass ich das noch vorhatte, nochmal den Arena-Kampf auf schwierigster Stufe, einem sehr hohen Level. Dementsprechend sieht man relativ viele Titanen. Ja, aber ich glaube, ein bisschen Probleme hatte ich da tatsächlich. Aber letztendlich habe ich beim ersten Mal direkt geschafft. Ja. Ich würde jetzt auch noch das Rest des Videos das noch weiter ablaufen lassen. Den Sound, den ich damals dann, also wie ich das halt aufgenommen habe mit meiner Aufnahme, werde ich dann wieder dazu schalten. Und ja. Könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwie vielleicht Feedback da lasst. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal entweder live oder auf YouTube wieder. Ja. Und dann haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Auch, dass die ganze Zeit nur die Priesterin attackiert wird eigentlich, ne? Ja, jetzt müssen wir sie wieder hochholen. Der bringt zumindest der Kleine hier noch ein bisschen was. Eigentlich muss sie jetzt in jeder Runde sich einmal hochheilen. Was, könntest du einmal eine Kraftheilung machen? Alter, die haben doch sonst nicht so lange gebraucht, oder? Aber kümmere dich drum. Gut ist, dass die da hinten schön brav stehen bleiben. Ich mich in Ruhe um die Hälfte hier erstmal kümmern kann. Und hochheilen. Hopp. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ist der gleich weg, der Sturmtitan? Nein. Es ist wieder down, ey. Der doch locker alles rot, ja. Alles klar. Alles voll. So gut wie alles voll. So gut wie neu. Auch rot. Alles klar. Kann ich das hier nicht austauschen? Nein, ich muss das jetzt erstmal hier wieder reinlegen. Dann muss ich das nehmen. Das. So. So gut wie neu. Da habe ich leider die Waffe hierhin gepackt. Warum auch immer. So, und jetzt hast du wieder alles, ne? Sehr schön. Ist sonst noch irgendwie was rot? Bei ihm gar nicht? Hätte ich gedacht.
Nö, sonst sieht das aber alles wieder ganz gut aus. Ich hoffe, dass du hier gleich wieder aufstehst. Jetzt ist sie wieder da, überlebt sie die Runde. Bist du ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Wie lange ist Eile noch? 5 Stunden. Okay, alles gut. Eile wäre halt blöd, wenn das jetzt ausläuft. Wir müssen jetzt aber tatsächlich hier mal so hin. Und die hier kurz wegmachen. So, ist gut. Ist zwar nur ein Kratzer. Ihn hier wieder hochheilen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Das Gute ist, dass die Mana uns noch nicht entzogen worden ist, weil da unten müsste ja eigentlich noch der Teufel rein. Ja, wie heißen die? Anführerteufel. Warum haut er jetzt ab? Das fühle ich jetzt nicht so. Au! Dau! Ey, da wird schon wieder irgendwas weggenommen, glaube ich, von mir, oder? Nö. Es ist nur ein Sound von wegen, ja, normalerweise wäre jetzt was weggenommen worden, glaube ich. Und Kraftheilung, Bob. Na, jetzt musst du doch drauf gehen noch. Wieder einer weg. Nice. Jetzt haben wir da noch den Teufel sitzen. Könnt natürlich auch jetzt erstmal kurz in die Ecke hier rein und entspannen. Jetzt könnten wir auf Risiko rübergehen, den Teufel erstmal machen. Es kann aber gut sein, dass wir dann ohne Mana, ohne alles, die Restlinge machen müssen. Das wäre noch recht viel. Aber was machen wir? 2 Stück. Warum wird das denn 2 Stück? Kann ich jetzt ab der hier gehen? Nicht die Mana wegmachen. Boah, das war knapp, glaube ich. Ey, ich glaube, wir haben nur einen hochbekommen. Das ist gut. Nur diesen einen. Der ist jetzt hochgegangen. Das war gut. Aha, guck mal. Direkt hier von unserer Heiterin, die man da weggemacht. Direkt. Das ist halt so ätzend. Aber wenn wir die einzeln bekommen drüben, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, kann das auch ohne hier gut klappen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich. Na, guck mal, Schaden kommen sie nicht gegen an, wenn Regeneration drauf ist. Das langt nicht. An Schaden. Gut, wir schleichen uns von der linken Flanke an. Jetzt muss das Ding da wieder runtergehen. Jetzt haben wir schön eine freie Schussbahn. Und ich glaube, wir haben danach nur noch den anderen Elfen da, oder den Erzengel gepult. Das geht noch. Und die haben wir noch nicht. Das ist gut. Dann haben wir gleich mit Level 70, na gut, 69 und 70, die Arena auf dem schwierigsten Level geschafft. Finde ich denn tatsächlich gar nicht so schwer? Aber ich glaube, jetzt ist halt auch einfach nichts mehr schwer in dem Spiel, wenn du das alles hast, soweit. Die Druiden gestern waren ja auch, haben nur viel ausgehalten, aber jetzt wirklich Schaden zugefügt haben sie nicht. Auf der Distanz gehen sie auch gefühlt schneller weg. Aber ich glaube, jetzt trifft halt auch nicht alles und da oben trifft, glaube ich, nicht jeder. Das kann ich mir vorstellen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Hat trotzdem einige nur einen Schaden, ne? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ich weiß auch nicht genau, welche Werte auf die Plaster noch Einfluss haben. Aha! Überhaupt noch welche Einfluss haben. So, jetzt. Dau. 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 Aber sollten wir schaffen, die beiden noch? Au. Wie viel Mana hast du jetzt mittlerweile wieder? 8? Das langt noch für gar nichts. Wir werden jetzt kennen erstmal den Sturm. Oh.
Tarn wegmachen. Hab ich. Ja, auch gut, dass man, weil er ja so groß ist, über die anderen rüberschießen kann, ne? Aber kümmere dich drum. Au! 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 Und gleich haben wir es geschafft. Jetzt. Nice. Einfach Arena auf dem schwierigsten Grad. Sehr, sehr geil. Okay.